Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video präsentiere ich euch meine letzten Funde, die ich gemacht habe, sei es online oder von Flohmärkten. Und ich denke, hier ist für jeden Fan der 80er Jahre, der guten alten Zeit etwas dabei. Also bleibt dran! Ja Leute, ich möchte anfangen mit einem, naja, es ist kein Fund, aber ich hatte in einem meiner letzten Videos, wo ich euch auch diese Funde präsentiert habe, ein Knight Rider Taschenbuch präsentiert. Die Ausgabe 3 war es, glaube ich, und die Ausgabe 2 hatte ich schon oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Hat aber geschrieben, gesagt, dass ich halt die anderen Bücher natürlich auch noch suche, und was soll ich sagen, nach dem Video habe ich Feedback bekommen, einige haben mir Bücher angeboten, ich finde es total klasse, ich möchte mich nochmal bei dieser Community hier bedanken, es macht einfach so viel Spaß mit euch, ja, zu kommunizieren, Austausch mit euch zu haben, und ich finde es toll, dass ihr auf meine Videos auch so positiv reagiert und wie gesagt mir dann sogar Sachen anbietet, die ich in meinen Videos erwähnt habe, ich finde es einfach Wahnsinn. Und wie gesagt, zwei Knight Rider Taschenbücher hatte ich bis dahin, bis jetzt. Und jetzt ist einiges dazu gekommen. Ich habe bekommen ein Knight Rider Sammelband, ja, der beinhaltet die Taschenbücher 1, 2 und 3. Es ist super, es ist toll, es ist Wahnsinn. Ja, ich finde es total klasse. Und bei diesem Sammelband ist es auch so, dass der auch mit Bildern gespickt ist. Hier der fesche Michael Knight, David Hasselhoff, David the Hoff Hasselhoff, ja, hier mit drin. Weitere schöne Bilder mit dabei. Ja, hier immer die coole Pose mit dem Daumen hoch. Ich finde es total klasse. Ja, wie gesagt, Taschenbuch bzw. Sammelband mit Originalbildern aus der Fernsehserie steht sogar drauf. Und wie gesagt, Bände 1, 2, 3 beinhaltet das. Finde ich total klasse. Ja, dann geht es weiter. Dann habe ich das Buch 1. Ja, Taschenbuch Ausgabe 1 nochmal separat bekommen, auch total klasse. Ja, somit habe ich jetzt 1, 2, 3 und 1, 2, 3 im Sammelband. Ja, finde ich total toll. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ja, dann geht es weiter. Dann habe ich hier das Band Nummer 4, Ausgabe, Taschenbuch Ausgabe Nummer 4 bekommen. Ja, finde ich, wie gesagt, ich bin sprachlos fast. Ja, Buch Nummer 5. Wie heißt es? David gegen Goliath, und wie gesagt in einem wunderschönen Zustand hier, ja, leicht gelblich die Bände, aber das macht es nach 30 Jahren, ist es normal, Papier vergilbt langsam, ja, aber wie gesagt super Zustand, keine Knickfalten oder sowas drin. Und dann habe ich noch Buch 8 Jagd auf Michael Knight bekommen, ja. Das heißt, ich habe jetzt einiges an Bänden, mir fehlen jetzt noch, muss ich gerade gucken, 5, die 6 und die 7 auf jeden Fall, plus 9 und weitere, die noch kommen sollten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es davon gibt, aber ich finde es total toll, dass ich jetzt so viele Knight Rider Taschenbücher habe, und die werde ich auf jeden Fall alle lesen. Ich finde es total klasse und freue mich da sehr über, ja, diese Funde, Geschenke, Angebote von euch. Wahnsinn und vielen, vielen Dank nochmal an alle. Und wenn wir gerade bei Knight Rider sind, dann machen wir da weiter. Diesmal ist es ein Online-Fund, und zwar hat jemand Knight Rider Hörspiele angeboten, Europa-Hörspiele aus den 80er Jahren. Da gab es ja 26 Folgen von. Ja, und es hat jemand die Hörspiele angeboten, und ich zeige es euch einfach mal in die Kamera. Ich hoffe, der Stapel kippt jetzt hier nicht um. Schaut euch das mal an. Ist das nicht geil? Ja, diese Folgen hatte derjenige angeboten, und die Anzeige, das war auf eBay Kleinanzeigen, hat er geschrieben 1 Euro. Und ich habe gefragt, was er denn für diese Kassetten mit Versand haben möchte. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, er sagte ja, mit versichertem Versand 5 Euro. Und ich habe kurz überlegt und dachte mir, also er möchte jetzt alle Kassetten inklusive Versand für 5 Euro verkaufen. Das heißt, derjenige bezahlt 4,95 Euro wahrscheinlich Versand. Ja, keine Ahnung. Oder er schickt es halt als Büchersendung raus. Aber er hat es ja versichert, wollte es ja rausschicken. Ich habe gesagt, okay, mache ich. Er hat mir dann wirklich halt die Bankverbindung geschickt. Ja, hat gesagt, überweisen Sie 5 Euro. Habe ich gemacht. Und ich habe diese 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Kassetten für 5 Euro bekommen inklusive Versand. Ja, ich finde es total toll. Ich habe da ein paar schon von gehabt, das heißt, die werde ich jetzt aussortieren, ja, aber einige noch nicht. Und somit habe ich jetzt fast
die kompletten 26 Folgen zusammen. Mir fehlen noch 4 Stück. Mir fehlt die Nummer 21, mir fehlt die 24, 25 und leider auch die 26. Und speziell 24, 25, 26 weiß ich, oder alle ab 20 weiß ich, sind nicht ganz so günstig zu bekommen aktuell. Aber auch hier wieder der Aufruf, wenn ihr die habt, wenn ihr die doppelt habt, wenn ihr was tauschen möchtet, wenn ihr die verkaufen möchtet, 21, 24, 25 und 26 fehlen mir. Wenn ihr die loswerden möchtet, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich per E-Mail an, schreibt mich auf Instagram, auf Facebook an. Wir werden uns da mit Sicherheit einig, weil diese tolle Hörspielserie möchte ich auch noch komplett bekommen. So, dann springen wir wieder zurück zu den Büchern. Ich war nochmal am hiesigen Bücherschrank gewesen. Ja, habe da nochmal durchgeblättert und ich sammle ja Filmbücher, also Filmromane. Und da war wieder einer drin, den musste ich wieder mitnehmen. Auch allein wegen dem Titel schon, denn es ist Howard die Ente. Ich finde es total klasse. Ja, auf der Film hieß ja auf Deutsch Howard ein tierischer Held. Im Original hieß er Howard the Duck. Und auf Deutsch haben sie das The Duck einfach 1:1 übersetzt und haben es Howard die Ente genannt. Finde ich total toll. Wie gesagt, Bücherschrank. Man guckt da rein. Wenn was Nettes drin ist, nimmt man es mit. Ja, genauso gut, wenn man halt Sachen gelesen hat, die man nicht mehr braucht, stellt man sie wieder in den Schrank rein. Der Bücherschrank bei uns ist sehr gut angenommen und man findet immer wieder tolle Sachen. Ich habe auch sehr viele Sachen schon reingestellt und auch hier wieder sind Filmbücher. Lea Thompson auf der einen Seite, Howard die Ente auf der anderen Seite. Finde ich total toll und das wandert auch in meine Filmbüchersammlung. So, dann war ich auf dem hiesigen Flohmarkt gewesen. Ja, ich habe halt erst überlegt, mache ich es jetzt auch mal wie die vielen Menschen oder wie für die vielen YouTuber, die halt auch Flohmarkt-Videos posten, ja, und nehme halt auf, wie ich über den Flohmarkt laufe. Ich habe es gemacht, ich fand es halt sehr, sehr schlecht, deswegen habe ich es jetzt nicht eingespielt, habe kein eigenes Flohmarkt-Video gemacht, zumal ich da ja nur 2 Sachen gefunden habe. Dafür ein Video zu machen, habe ich gedacht, lohnt sich nicht. Aber die möchte ich euch natürlich hier präsentieren. Und ich habe mir geholt eine Videokassette. Ja, Leute, eine Videokassette, sowas gibt es auch noch und meist auf dem Flohmarkt. Und ich kannte die gar nicht. Also ich kannte die Serie, es handelt sich um eine Serie. Aber ich wusste gar nicht, dass es da Videokassetten damals von gab. Und die musste ich mir mitnehmen. Und zwar ist das die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Ja, mit Sean Patrick Flannery als Harrison Ford, beziehungsweise als Indiana Jones, als junger Indiana Jones. Und diese Serie ist früher auf Sat.1, meine ich, gelaufen, im Privatfernsehen. Es gibt Hörspielkassetten von Karussell, ich glaube, keine 10, vielleicht knapp 10. Da habe ich auch ein paar von. Aber diese Serie ist etwas in Vergessenheit geraten. Die gibt es weder auf Blu-ray in deutscher Sprache noch dann auch schon gar nicht auf DVD in deutscher Sprache. Also ich weiß gar nicht, ob es das irgendwie international, in Amerika gibt es die mit Sicherheit, die werden sie wahrscheinlich hinterher geschmissen, aber in Deutschland, soweit ich weiß, keine DVD, keine Blu-ray-Veröffentlichung. Ja, und die Videokassetten, könnte ich mir vorstellen, dass die auch ein bisschen seltener sind. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Young Indiana Jones, die Jagd nach dem Geisterzug. Es ist Kapitel 10, also die 10. Folge. Die Kassette sieht top aus. Ja, das Band ist nicht vergilbt, ist einwandfrei, finde ich super. Ja, von daher habe ich mir die mitgenommen. Der Verkäufer wollte 1 € für die Videokassette haben. Der hat noch ein paar da gehabt. Die haben mich aber nicht interessiert. 0815 Filme und Serien. Aber die habe ich zugeschlagen und bei 1 € habe ich auch nicht verhandelt. Finde ich vollkommen okay. Diese Kassette ist von, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube von 1900, was steht hier hinten drauf? Die Kassette ist sogar aus dem Jahr 2000 ist die Kassette, aber die Serie ist von 92, wenn ich das richtig gesehen habe. Also 2000, das war ja schon so, da habe ich schon meinen ersten Blu-ray-Player, DVD-Player gehabt. Da habe ich mir gar keine Videos mehr geholt. Wahrscheinlich habe ich es vielleicht auch deswegen damals halt übersehen gehabt. Aber die Kassette wandert in meine Sammlung und auch hier wieder der Aufruf, Leute, es ist Kapitel 10, das heißt, es gibt wenigstens noch 9 weitere, nämlich die Folgen 1 bis 9. Wenn ihr die im Schrank stehen habt, wenn die bei euch verstauben, wenn sie euch nicht mehr interessieren, wenn ihr sie abgeben möchtet, in die Kommentare eine E-Mail schreiben, schreibt mich auf Facebook oder Instagram an und wir werden uns da mit Sicherheit einig, weil das finde ich total toll und die wandert auch wirklich jetzt die nächsten Tage in meinen, ich habe ihn noch, in meinen VHS-Player, in meinen VHS-Rekorder und die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Total super.
Auf demselben Flohmarkt habe ich dann noch an einem weiteren Stand Schallplatten gefunden. Wie ihr wisst, ich sammle hier auch Schallplatten. Ich sammle Hörspielschallplatten als auch Musik aus den 80ern oder deutschsprachiges. Und ihr werdet gleich sehen, was ich da gefunden habe. Denn diese beiden hier, ich habe drei Stück bekommen, aber zwei vom selben Interpreten, haben mir noch gefehlt in der Sammlung. Und jetzt müsste ich eigentlich alle Platten komplett haben. Das eruiere ich nochmal. Ich habe hier Otto Versaut Hamburg. Die hatte ich damals auf Kassette gehabt. Jetzt habe ich sie auch auf Schallplatte. Und die Schallplatten sind, es war eine ältere Dame, es war kein Händler oder sowas halt. Ja, weil bei den Händlern gucke ich meistens nicht. Die wollen utopische Preise meistens, bei uns zumindest in der Region, für Platten haben aus den 70er Jahren und so weiter. Meistens sind die dann abgenudelt und so weiter. Deswegen gucke ich immer sehr gerne bei privaten Händlern, bei älteren Herrschaften und so weiter, die ihre Plattensammlung aussortieren, weil die sind meistens von dem Zustand her wie neu. Ja, kein Kratzer, kein Staubkorn, nichts auf der Platte. Und das ist hier genauso. Deswegen habe ich mich da nicht lumpen lassen. Ich habe mir die mitgenommen. Otto Versaut Hamburg. Tolle Sachen. Horch, was kommt von draußen rein? Ist zum Beispiel drauf, das kenne ich. Der Oberkellner Patzig, den kenne ich auch noch. Professor Dr. Thilo von Reibach. Das sind tolle Stücke, sind das. Ja, also einmal Otto und die Maus. Muss hier richtig hängen. So, und Otto Color, da wusste ich, die habe ich schon, die Platte, allerdings in einem miserablen Zustand. Und es ist die einzige, glaube ich, von Otto, die gelb ist, deswegen kann man sich das leicht merken, oder die generell bunt ist von dem Cover. Die anderen sind alle schwarz-weiß gezeichnet. Ja, und die war auch, die ist neuwertig, Leute. Die ist echt neuwertig und auch richtig tolle Sachen drauf. Ja, drunt im Tal, da sitzt das kleine Ottili, wer kennt's noch? Ja, oder im Frühtau zu Berge ist hier drauf. Das ist total klasse. Ich könnte mich wegschmeißen. Otto finde ich so geil. Und wie gesagt, von seinem Label Rüssel Records natürlich. Finde ich total klasse. Also auch die musste ich mitnehmen für meine Sammlung. Und dann habe ich auch von diesem Künstler habe ich auch schon ein paar. Und das ist jetzt eine weitere. Und zwar Mein Gott Mike. Live im Dennis Pan oder Pan Hamburg. Also eine Live-Aufnahme von Mike Krüger. Und ich finde das Bild halt so geil. Hier hinten ist nochmal dasselbe drauf. Mike Krüger und Helga Feddersen. Wer kennt Helga Feddersen nicht? Die Wanne ist voll, mit Didi Hallervorden gesungen. Ja, und ich glaube, ich kenne hier hinten keine einzige Sache. Doch, ich glaube, die Badehose kenne ich von Mike Krüger. Aber ja, aufgenommen 1977. Die Platte ist von 1978. 78 ist ein geiles Jahr. Da bin ich geboren, Leute. Ja, und die Sachen höre ich mir immer wieder an. Ich finde diesen Witz, diesen End-70er-Witz von so Größen wie Mike Krüger, wie Otto, ja, finde ich total toll, finde ich total klasse. Und die konnte ich auch nicht stehen lassen. Und die gute Dame wollte 1 Euro pro Platte haben. Klar, hätte ich da jetzt noch handeln können, aber ich habe mir gedacht hier, nee, wie gesagt, bei Händlern und sowas, da mache ich das ganz gerne. Aber bei Privatleuten, wie gesagt, speziell bei älteren Herrschaften, da bringe ich es nicht übers Herz. Ich habe ihr die 3 Euro gegeben, vollkommen zufrieden damit. 3 Euro für 3 Schallplatten, da kann man nichts falsch machen, dachte ich mir. Und ja, ich habe es nicht bereut. Und dann habe ich auf einem bekannten Online-Portal zugeschlagen. Ich habe mir Hörspiel-Schallplatten gekauft. Und zwar ganze 5 an der Zahl. Und es ist eine Hörspielserie und die möchte ich euch jetzt so nach und nach kurz vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und zwar ist das Detektiv Columbus und Sohn hier die Folge Das Geheimnis des schwarzen Koffers. Ja, das sind Folgen von Maritim, von dem Hörspiel Maritim Label. Ich glaube, da gab es 8 oder 9 Stück von. Ja, die sind alle von den Anfang der 80er. Das hier ist von 1981, das Hörspiel. Ja, die Platten sind auch in einem Top-Zustand, wie ihr hier seht. Auch die Hüllen sind einwandfrei. Ja, und es ist ein Detektiv-Hörspiel-Serie, wo ein Vater mit seinem Sohn, wenn ihr die nicht kennt, ermittelt. Und man merkt ihr natürlich das Alter an. Man merkt die Aussprache in diesen Folgen. Ja, ist schon ein bisschen ja, nostalgisch, sag ich mal. Aber es gefällt mir sehr gut. Und die Platten möchte ich auch noch alle komplett haben. Ich habe schon welche, jetzt muss ich gucken, welche hat den besseren Zustand etc. Und dann sortiere ich wieder aus, wenn die Doppelte dabei sind. Und hoffe so halt meine Sammlung komplett zu kriegen. Die weitere Folge Marken, Blüten und 2 schräge Vögel. Ja, ebenfalls wie gesagt 1981, Detektiv Columbus und Sohn.
Dann haben wir hier Folge 8. Aha, also 8 gibt es schon mal. Bei Rufmord gibt es viele Zeugen. Ja, die ist aus dem Jahr 1982. Ja. Auch, und ich finde diese, auch diese gezeichneten Cover, ich finde die so toll. Hier ist eine Fußballfolge. Echtes Geld für falsche Pfiffe. Ja, weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich auch die drei Fragezeichen, ja, und die Fußballfolgen bei den drei Fragezeichen haben ja bei vielen einen besonderen Stellenwert. Die finden sie nämlich alle scheußlich und grässlich und langweilig und doof, also sehr oft zumindest, ja, und ich weiß aber, diese Fußballfolge finde ich richtig cool, wie eigentlich alles von Detektiv Columbus, und ich hätte mir auch damals mehr Folgen gewünscht. Leider ist die, wie gesagt, nach 8 oder 9 Folgen eingestellt worden. Hier haben wir Folge 7, ein Phantom hinterlässt keine Spuren. Ja, auch die ist aus dem Jahr 1982 und die anderen sind alle aus den Jahren 81, die davor sind. Also wie gesagt, 5 weitere Hörspiele auf Schallplatte für meine Hörspiel-LP-Sammlung. Ich finde es total klasse. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr Detektiv Columbus kennt von früher, ob ihr ihn jetzt erst kennengelernt habt vielleicht. Ja, was sagt ihr zu den Hörspielen? Ich finde sie total toll. Mich interessiert natürlich wie immer eure Meinung auch. Und dann war ich nochmal im 1-Euro-Laden bei uns im Teddy, nennt er sich. Und da gucke ich immer gerne mal nach Hot Wheels. Ja, die haben ja immer die Hot Wheels für 1 Euro da liegen. Und ich gucke immer mal, ob da das ein oder andere dabei ist, was mir gefällt. Ich sammle ja sehr gerne diese, nennt sich Screentime-Ausgaben, das heißt Autos, teilweise auch Flugzeuge, filmbasierend oder serienbasierend. Da gibt es ja so tolle Sachen wie von Knight Rider, vom A-Team, weiß ich gar nicht, ob das halt auch von Hot Wheels ist, aber Knight Rider gab es auf jeden Fall und ganz viele andere Sachen. Und da habe ich wirklich was gefunden und ich habe wirklich was von Hot Wheels von X-Men gefunden, und zwar habe ich den X-Jet. Ja, es ist eine ganz neue Ausgabe von 2022 und ja, wie gesagt, für 1 Euro dachte ich mir, nehme ich mir den mit. Finde ich total toll. Da ist noch so ein kleiner Aufsteller dabei. Das heißt, wenn man den Jet wirklich auspackt, dann kann man ihn so displayen. Man kann ihn draufstellen und dann sieht das also, ob der fliegt. Finde ich immer ganz cool. Ja, wie gesagt, und für 1 Euro, Leute, was kann man da falsch machen? Eigentlich gar nichts. Und das hier hat mich sehr gefreut, noch mehr gefreut, weil das finde ich total toll. Und zwar habe ich hier ein weiteres Batmobil für meine Sammlung, und zwar das Classic TV Batmobil von 66, aber in einer etwas gestauchten Version, wenn ihr das seht, etwas zusammengedrückt. Ich finde es total geil. Das sieht aus wie, ja, wie eine Miniaturausgabe, so vorne und hinten so einmal in die Presse rein. Finde ich total toll, total süß. Und das darf natürlich auch in meiner Sammlung nicht fehlen. Ich habe es schon mal hier und da auf Fotos gesehen gehabt und dachte mir dann, ja, wäre cool, wenn ich das halt auch finde. Bin in den Teddy einfach mal reingegangen, das erste Mal seit Wochen, seit Monaten wahrscheinlich. Und ja, habe diese 2 Sachen gefunden. Beides jeweils 1 Euro, wie gesagt. Da kann man nichts falsch machen, oder? Was sagt ihr? Was ich mir dann noch geholt habe, ist ein weiteres Buch. Und zwar das Buch habe ich irgendwo in einer Anzeige gesehen. Und habe dann nachgeguckt und das ist out of print, das heißt, es wird nicht mehr produziert. Habe es dann auf, ich weiß gar nicht, ich glaube halt auf so einem Zweitbuchfachhandel, Online-Portal, Rebuy, Medimops oder was ich, wie es heißt, ich weiß gar nicht mehr, habe ich es gesucht und gefunden. Und es ist wieder ein schönes Buch für die 80er, ein Kult für alle Fälle, bisschen abgeleitet von ein Colt für alle Fälle, Colt Sievers, der Stuntman. Und wie ihr schon seht, die ultimativen Serien der 80er steht hier drauf, und ich habe hier Colt Sievers und ich habe Jody, ich habe hier BA vom A-Team, ich habe hier Knight Rider, Tom Selleck, Magnum, Miami Vice, die 2 Crockett und Tubbs drauf. Ja, und dieses Buch ist von, ja, Fans der 80er geschrieben worden, wenn ich das hier so richtig lese. Das ist von 2013. Ja, und es werden 12 Fernsehserien behandelt hier in diesem Buch. Von A, Agentin mit Herz oder Airwolf, bis über Knight Rider, MacGyver etc. bis hin zu Trio mit 4 Fäusten. Und ich habe es noch nicht hundertprozentig durchgelesen. Ich habe den Anfang gelesen und am Anfang werden die Serien halt vorgestellt. Und dann gibt es immer so, wer hat da alles mitgespielt? Welche Rollen hatten die in den Serien? Was für Klamotten haben die angehabt? Um was ging es in der Serie überhaupt? Was haben die für Autos gefahren? Wo spielte die Serie etc.? Es ist komplett toll. Ich kann euch ja mal kurz hinten drauf die Inhaltsangabe kurz vorlesen.
Welches Gemälde umfasst die Sammlung von Jennifer und Jonathan Hart? Wer hat mehr PS, der Van des A-Teams oder Remington Steele's Auburn Speedster von 36? Ist es möglich, dass Howie Manson in nur 7 Jahren mehr als 20 Studiengänge absolviert hat? Und wie bereitet man den nach David Hasselhoff benannten Hoff-Dog zu? Natürlich müssen Sie das alles nicht wissen, aber schaden wird es Ihnen ganz bestimmt nicht. Finde ich total toll. Also wirklich Anekdoten zu den Serien aus den 80er Jahren, zu meiner Lieblingszeit. Finde ich total toll. Und das Buch hat mich inklusive Versand, weil der ist ja bei diesen Online-Dingern da immer kostenfrei, er hat mich, glaube ich, 2,20 Euro, 2,30 Euro gekostet. Ja, ich sage hier immer normalerweise, für Taschenbücher gebe ich eigentlich nichts mehr aus. Ich gehe halt in meinen, oder an meinen Bücherschrank und gucke da immer so ein bisschen. Da sind die Dinger alle umsonst. Aber hier dachte ich mir, das holst du dir mal für diese 2 Euro. Und ja, ich habe die ersten 10, 15 Seiten gelesen und ich habe diese 2 Euro investieren nicht bereut. Ich finde es total toll und eine schöne Ergänzung zu meiner 80er Jahre Sammlung. Ja Leute, was sagt ihr zu diesen ganzen Funden? Ja, Taschenbücher, Schallplatten, Kassetten, Autos, Modellautos etc. Alles dabei, für jeden was dabei. Ja, was sagt ihr dazu? Sammelt ihr auch diese Sachen? Wenn ihr was von den Sachen abgeben möchtet, wie gesagt, wenn ihr Detektiv Columbus Hörspiele habt, wenn ihr noch Knight Rider Kassetten habt, ja, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, aber auch ein Fan der 80er Jahre seid, dann schaut doch mal in meinen Kanal rein. Schaut doch mal die anderen Videos an. Wenn die euch gefallen, würde ich mich auch über ein Abo sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hundertprozentig beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro-Rauner.